Willkommen zu einem weiteren Part von Luigi's Mansion 3. Das letzte Mal sind wir die Läden gegangen und haben ein paar Schlüssel gesammelt. Und scheinbar haben wir es gleich mit einem neuen Geist zu tun. Genau genommen mit zwei. Einem roten und einem Wachmeister. Und der Wachmeister frisst Donuts. Na komm, Luigi, du kannst das. I believe in you. Okay, das tat bestimmt weh. Es ist Hulk! Warte, es ist Bernd das Brot. So, komm her. So. Wo bist du? Gib mir deinen Arsch. Okay, das hätten wir. Große Klappe, nichts dahinter. Das war ein ganz schön aggressiver Geist, nicht wahr? Rasch, dass es dir gelungen ist, ihn einzufangen. Er wird mich definitiv bei der Forschung voranbringen. Also weiter so. Am Ende ist Professor Igitt der eigentliche Bösewicht. Das wär's. Er ist so König Buhu verkleidet. Hallo, Wachtmeister, ich würde gern ein paar Verbrechen melden. Und zwar Amtsanmaßung. Armselig. Der Kerl hat echt vor allem Angst. Officer Angsthase. Ja, du, ich muss ehrlich sagen, ich sehe in dir keine große Bedrohung. Da sehe ich in den normalen Geistern eine größere. Aber hey, überzeug mich vom Gegenteil. So, Luigi, kümmere dich mal drum. Ach nee, das ist eine Wasserpistole, ich verstehe. So, jetzt komm mal schön drauf her, du ungezogener Geist. Ich übernehme mal deinen Posten und enthebe dich deiner Pflichten. So. Scheiß doch, du bist keine große Bedrohung. So, welche Sonnenbrille holst du dir als nächstes? Und das war's mit dir. Passt du überhaupt in meinen Staubsauger? Gut, ich habe auf der Etage jetzt irgendwie einen dieser Juwelen gefunden. Das ist traurig. Ja, toll. You did it. Nein, Luigi did it. Dann gucken wir mal.
Nichts Interessantes zu sehen, leider. Dann können wir eigentlich direkt in die nächste Etage gehen. Ja, Batterie lässt nach. Das weiß ich schon vom letzten Part. Ich hoffe, dass es noch diesen Part durchhält. Oh, ja. Ja. Ja, Etage 2 ist es wohl als nächstes. Oh, yeah. Luigi, kannst du jetzt direkt zur E2 fahren? Ich würde sagen, dass du das direkt mal ausprobierst. Boah, ich hab ja keine große Wahl, ne? Du brauchst von Etage 5 zu Etage 3 echt lange. Feuerkessel haben wir, eine Garage. Boah, eine Menge Stuff. Ach, jetzt soll ich auf einmal hier hin? Da war ich doch schon mal. Ja, das ist ungünstig gelaufen, würde ich sagen. Gaston, ich bin zurück. Ja, meine Erkundungslust hat diese Ebene jetzt quasi versaut. Ja, komm, Schnuffi, oder wie auch immer du heißt. Verfressener Köter. Ich möchte auch gerne ein Baguette. Komm, schleich dich vorbei, Luigi, du kannst das. Oh. Super, Verstärkung. 7 gegen 1? Das klingt fair. Ja, komm, ihr bleibt hier bitte vom Leib. So, gerade lasst du mich noch aus. Ich weiß nicht, ich schleudere von anderen Geistern besiegt. Das hier eh dafür gibt es ein Achievement. Du bist so erstmal erleichtert, dass ich nicht einsauge. Aber sorry, das kommt noch. Ah, bitte, letzte lange Suppe. Nein, zumindest so. Fürs Erste. Gaston.
Ja, das Dorn möchte mich wohl nicht hier haben. Ja, okay. Der gefährliche Storm ist für mich. Was soll ich jetzt machen? Ah, das ist Luigi. Das ist noch, ich warte auf mein Essen. Oh nein, jetzt ist aber auch, weil wir seinen Fisch ruiniert haben. Okay, ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. So, jetzt muss ich ihm die Pfanne abnehmen. So. Nein, ich will... No. So. Jetzt einmal. So, du kannst schön grillen. Ja. Leave me alone. So. Und dich nehme ich bitte wieder an mich. Na komm. So, jetzt aber. Ich hau dich immer so schön gegen die Wand. Der stöhnt auch immer so ruhig. Boah, boah, boah. Da krieg dich mal wieder ein. So, die Pfanne gehört mir und ich nehme gleich mit. Bitte gib mir doch was zu essen, Gaston. Ja, gut, Fisch. Ja gut, die Etage war jetzt echt schnell abgeschlossen, einfach weil wir das schon mal gemacht hatten. Ich bin der Meinung, wir haben auf der Etage halt auch so gut wie alle hier Edelsteine. Kackratte! Ja, das war ein grausamer Tod. Ach komm, leck mich doch. Luigi, du bist zu unfähig für alles.
Was mich mal interessieren würde, das sehe ich gerade. Die Ringe sehen aus, als wenn man perfekt. Ja. So, Ichi, du kümmerst dich mal darum. Aha, ein Juwel. Zwei auf der Etage fehlen noch. Ich nehme an, ich werde ihn hier drin finden. Hola. Das Zelt ist jetzt recht unspektakulär, wir waren hier halt schon überall. Junge, diese Billardkugeln können töten, mein Guter. Ach, ein neuer Geist. Scheint jetzt nicht sonderlich stark zu sein, wenn ich ehrlich bin. Ist vielleicht ein bisschen flink, aber das war's auch. So, mitkommen. Ich geh zum Professor. Da bist du. Luigi, wie schwer kann es sein, eine Ratte zu fangen? Sag mir das mal bitte. Ich möchte da eine ganz ehrliche Antwort haben. So, das geht nämlich natürlich wieder an mich. Sollte es auch anders sein. Was zum Teufel macht ihr da? So, wehe, das Ding geht noch mal jemand weg. Ja? You really got it? Aha, er hat's wirklich. Dann können wir ja mal wieder zum Professor Igitt gehen. Ach, der übrigens früher mal, der heißt Professor Einsgitt. Einmal bitte runter zum Professor. Wenn ich bitten darf. Immer höflich bleiben. Luigi, du machst deine Sache wirklich gut. Komm nochmal zurück zum Labor, das hatte ich eh vor. Ich möchte nämlich was sagen. Ach, das ging jetzt aber schnell. Ja, das wäre der Kristall, den wir schon mal hatten. Oh, Luigi, da bist du ja endlich. Einen alten Mann lässt man nicht so lange warten. Ich habe mich hier unten richtig ins Zeug gelegt. Das war vorher jetzt über
fast alle Funktionen, die mir so vorschweben. Aber du warst offensichtlich auch nicht faul. Gut so, saugen bei deiner Erkundungstour mit den Streckwerk immer so viel wie möglich auf. Dabei hast du sicher schon eine hübsche Welt gesammelt. Sag dich also, was du damit anfangen kannst. Ja, eine Menge. Ein klein bisschen werde ich davon auch profitieren. Rammelwirbel, hier mit König der Stolz etwas ganz Besonderes an. Professor Igitt Shopping-Netzwerk ist jetzt freigeschaltet und im Labor zugänglich. Ja, dort kannst du recht nützliche Items kaufen, für einen absoluten Spottpreis. Zur Feier der Eröffnung gibt es, und das ist natürlich eine einmalige Sache, ein gratis Geschenk, und zwar ein Goldknochen. Nur zu Luigi, wähl den Goldknochen einfach aus. Und wenn die Zahl deiner Herzen auf 0 sinkt, rettet dich der Polterpinscher, den Knochenkassierer, dafür ein. So heißt das Vieh also. Goldknochen sind ganz fantastisch. Sie können dich wieder aufpeppeln, wenn die Anzahl deiner Herzen auf 0 sinkt. Wer also rat, sind gleich mehrere kaufen. Ich bin ruhig ein bisschen im Shopping-Netzwerk. Die anderen Items, die ich anbiete, sind nämlich auch nicht zu verachten. Das werden wir gleich noch machen. Oh, jetzt hätte ich vergessen. Solange du hier bist, muss ich noch was erledigen. Dreh dich doch mal kurz um. Ich muss was an deinem Schreckweg anpassen. Das ging schnell. Nun erledigt. Der Schreckweg-Flur hat jetzt eine brandneue Funktion. Aufgrund einiger Untersuchungen gehe ich davon aus, dass sich Uhus im Hotel verstecken. Mit der neuen Funktion lassen sie sich aufspüren. Die Einzelheiten erläutere ich dir später. Gut, das war's. Man sieht sich. So, was wir jetzt allerdings erstmal machen, ist erstmal ins Shopping-Netzwerk gehen. Und wir bestellen uns. Warte, hiermit wird auf der Karte der Aufenthaltsort eines Uhus enthüllt. Ah, okay, immer nur für einen. Okay, ich kaufe einfach mal einen von den Dingern hier. Oder zwei. Und dann gehe ich jetzt nochmal in die Galerie. So, unser aktueller Juwelenstand wird mich mal interessieren. Hier fehlen uns noch zwei in der Lobby 4. Gastronomie-Unterhaltung 2 in den Läden 3. Da waren wir noch nicht. Im VIP-Zimmer fehlt tatsächlich noch einer. Ja, und weiter waren wir noch nicht. Und bei den Geistern haben wir jetzt auch ein paar neue. Wir haben einen Wüterich, einen Werfer, okay, der Name ist selbstverständlich, und die Mini-Schlingel. Uhus haben wir noch keine. Aber wir haben jetzt Bossgeister. Wir haben Werner Wachsam. Und Jacques Cousinier. Cousinier? Ja? Cousinier? Was auch immer. Und damit verabschiede ich mich von dem heutigen Part. Habt einen schönen Tag. Haut rein. Warte. Ein Geist fehlt mir eigentlich noch. Und zwar, wo ist der Goldgeist, den wir eingesaugt haben? Fehlt der nicht dazu? Das ist traurig. Mein Bossgeist ist er scheinbar auch nicht. Und unter seltene Geister zählt er auch nicht. Na gut, dann verabschiede ich mich für heute. Habt einen schönen Tag. Ciao.